Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Jo, wir suchen gerade so ein Pokémon, so ein Terrybug, glaube ich, von dem Besitzer dieses Hofes hier. Und ja, Retro ist schon vorgelaufen, unser Rivale. Und wir sind immer noch hier, haben hier noch ein paar Trainerkämpfe gemacht. Und ich will mal hier kurz mal ins hohe Gras schauen, weil wenn alles klappt, werden wir hier unser zweites Teammitglied fangen. Aber Yorklef ist es nicht. Das kann ich jetzt schon sagen. Bedeutet, wir werden jetzt hier mal flüchten. Weil ich habe darauf jetzt keine Lust, gegen ihn dann zu kämpfen. Ich weiß auch noch nicht, ob dieses Pokémon wirklich jetzt hier gleich kommt. Aber laut Visa-Fans ist das so, dass dieses Pokémon, was ich jetzt hier suche, hier zu fangen gibt. Weil ich habe mich jetzt wirklich informiert und es steht momentan eigentlich fast jedes Teammitglied fest. Oder so, ihr seht eigentlich schon. Nur bei manchen bin ich mir nicht ganz sicher, weil ein bestimmter Typ nicht abgedeckt wird, den ich eigentlich schon gerne hätte. Aber wiederum, wenn ich dann das andere Pokémon nehme, welches dieses Typ besitzt, wird wieder ein anderer Typ nicht abgedeckt, den ich gerne hätte. Ist so eine schwierige Sache, aber ich denke mal, ich belasse es das jetzt so. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Pokémon nicht zu erscheinen scheint. Vielleicht kommt das nur zu einer bestimmten Zeit. Wir schauen gerade nach. Okay, ich habe gerade nachgeschaut. Es kommt ganz normal im hohen Gras vor. Allerdings extrem selten. Daher müssen wir mal ein bisschen suchen. Oh, ein Azurill. Okay, ist auch ein interessantes Pokémon. Hat hier in dieser Generation allerdings noch nicht den Fehltyp. Aber es ist auch nicht dieses Pokémon. Oh. So ein Normaltyp oder wie? Oder war es jetzt nicht sehr effektiv? Keine Ahnung. Ich dachte ja, jetzt hier mal kurz hier ein paar Freaks P, aber nee, ist nicht sehr effektiv. Hat wohl noch hier ein Normaltyp in dieser Entwicklungsstufe, sagen wir mal so. Ja, ist halt jetzt ein bisschen nervig hier, vielleicht ein paar wilde Kämpfe zu suchen, wie auch immer. Aber. Ich will das haben. Ich möchte ein zweites Teammitglied haben. Hab wieder ein Erzul. Ja gut, da werde ich jetzt natürlich flüchten. Wenn es einfach zu lange dauert, kann ich ja nur falls immer noch schneiden. Aber ich hoffe mal, jetzt kommt es bald. Und da ist es nun ein wildes Riolu. Genau, Riolu wird unser zweites Teammitglied. Ich habe so mir gedacht, entwickelt sich ja zu Lucario. Ach, Lucario hatten wir bestimmt schon mal, aber ich habe mal geschaut, wir hatten noch nie einen Lucario. Daher, wenn wir da jetzt einen Rankenhieb einsetzen, wir setzen einen Rückzughieb ein, okay. Aber wir müssen es erstmal ein bisschen schwächen. Ja, noch einen Rankenhieb. Oh, Ausdauer ist eigentlich ganz geil, weil dann, falls wir jetzt einen Critical Hit machen, überlebt er. Oh, und das war wirklich sehr, sehr knapp. So, wir haben ja ein paar Bälle bekommen. 12 Stück haben wir insgesamt. Dann fangen wir das mal. Unser erstes oder unser zweites Teammitglied. Boss. Außer was fehlschlagen. Weil es hat nicht mal einmal gewackelt, der Pokéball. Obwohl die KP wirklich so niedrig sind. Niedriger geht's eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr. Uiuiui, das wird schwer, das zu fangen. Ja gut, dann weiter probieren. Wir haben leider noch keine Attacke, um es einzustefern, um es zu paralysieren, wie auch immer. Ey, das kann doch jetzt hier nicht euer Ernst sein. Hat der so eine niedrige Fangrate? Ich habe jetzt halt auch nicht so viele Bälle dabei, weil ich darauf jetzt nicht vorbereitet bin. Es ist auch sehr Zufall, dass dieses Pokémon hier auf dieser Route ist und... Ja, sehr schön. Ja, ich habe so geschaut halt und habe so, ja, wo kann man es denn fangen? Dowsinghof, das ist ja gerade da, wo wir sind. So, es kommuniziert mit seinen Artgenossen über Wellen, die je nach Gefühlslage eine andere Form annehmen. Vom Typ Kampf, später nach seiner Entwicklung, erhält es noch den Stahltyp. Daher
Kampf und Stahl, wunderbar. So, wie nennen wir es? Machen wir mal kurz hier so. Ups, shit. Das war Maolünchi Hintergrund. Sorry. Wir nennen es nach René. René war ja auch schon in manchen Videos mit dabei. Mit ihm haben wir zum Beispiel auch Portal 2 im Koop-Modus aufgenommen. Jo. Nee. Wie kriegt man das Apostroph dahin? Jedenfalls muss René ohne damit leben. Ja. Gut, dann, klein. Da. Nee, willkommen im Team. So, natürlich wollen wir jetzt unser Pokémon schnell heimgehen und dann geht's da oben weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass hier schon unser erstes Teammitglied dann auf uns wartet. So, wir brauchen eine Heilung. Achso, sie macht das. Dachte sie ja, macht sie für uns. Naja. Wunderbar. So, natürlich ist René jetzt ein bisschen underlevelt. Naja, muss er nach vorne erstmal und dann ein bisschen trainiert werden. So, was kann er? Ist vom Wesen still. Bedeutet, Spezialverteidigung steigt, dafür der Angriff sinkt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Der Angriff sinkt, weil Lucario später, beziehungsweise Riolo ist eigentlich ein physischer Angreifer. Von naja. Dann ist er vielleicht gut in der Verteidigung. Hat momentan Gesichter, Ruckzuck-Keep und Ausdauer. Ja, nicht so gute Attacken. Und Felsenfest erhöht Initiative, sobald Pokémon zurückschreckt. Okay. So. Dann geht's los mit zwei Teammitgliedern: Jonas und René. Und da ist er schon, Retro. Dieser Hof ist echt riesig. Ja, der sucht hier halt noch. Und da ist erstmal ein Pokémon-Trainer. Die brauchen wir unbedingt. Um ein bisschen Training zu haben. So, was kommt für ein Pokémon? Yawgliff auf welchem Level? 6 bestimmt, oder? 6, 7, ja, 6. Ich weiß nicht. Riolo, schaffst du das? Nee, meinte ich. Wir probieren es einfach mal. Probieren geht lieber studieren. Boah. Was Schnüffler wird nur eingesetzt. Das ist nicht so schlimm. Jetzt kommt Silberblick. Ach, weißt du was? Wir wechseln mal kurz zu Jonas. Dann soll er sich darum kümmern. René muss erstmal ein paar Level aufsteigen. Vielleicht kämpfen wir gleich auch noch ein bisschen im hohen Gras oder laufen extra mit Datsig im hohen Gras und laufen halt trotzdem noch weiter, dass wir uns hier nicht aufhalten. Ah, Jonas ist auch schon fast Level 11. Sehr schön. Ja, und seid gespannt, was wir noch so für Teammitglieder natürlich fangen werden. Ich habe richtig geile Pokémon ausgesucht, worauf ich richtig tolle Bock habe. Ich saß jetzt hier gefühlt, naja, fast eine Stunde, aber ich glaube, es war eine halbe Stunde, wo ich hier saß. Ne, reicht Level 6, sehr schön. Ein Konter, okay. So, ein Voltilam. Ach ne, willst du es versuchen? Ja, versucht es einfach mal. Voltilam. Gut. Konter ist vom Typ Kampf, aber ich muss noch mal kurz hier schauen, bricht, was genau Konter jetzt war. Attacken. Konter physischen Treffer und fügt dem Gegner das Doppelte der Schaden zu, den der Anwender erlitten hat. Ja, seine erste Kampfattacke, aber die wird eines Tages noch ausgewechselt. Man erstmal auch so keep. Donnerwelle, oh, paralysiert. Nicht gut. Euler. Wie sich der Angriff sinkt. Aber komm, mach weiter, mach weiter. Jetzt versuchen wir mal Konter. Ah, er setzt Heuler ein. Mann, das ist unfair. Ich mal. Ne, die ganzen EP mal gute lassen. Ey, mach nicht andauernd Heuler. Das ist jetzt unfair. Komm jetzt hier nochmal.
Ja, jetzt setzt Attacker an, ist eine physische Attacke, bedeutet wir können jetzt einen Konter. Oh nee, ist das so. Ey, das ist unfair. Alter. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Mann! Nee, ich wechsle nicht aus. Jonas, mach du. Wir gehen gleich nochmal kurz zurück und heilen mal kurz. Nee. So, mach deinen Ankenhieb hier. Und schiss damit. Statik. Ah, jetzt ist Jonas auch noch paralysiert. Aber wie gesagt, wir gehen kurz nochmal zurück. Das muss jetzt am Anfang halt erstmal sein. Aber René ist schon Level 7. Bedeutet, das sieht doch schon mal gut aus hier. Ich glaube, wir hatten auch noch bisher noch nie so schnell ein zweites Teammitglied, wenn ich mich recht erinnere. Oder was hatten wir in Pokémon? Ja, doch, eigentlich schon relativ schnell. Wenn man bedenkt, damals Pokémon Platin, da hatten wir relativ früh Starrelli gefangen. Ja, generell hier ging das eigentlich relativ schnell voran. Naja, gut. Was ist los, Ritter? Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Tolles für dich. Paraheiler. Ja, gut. Benutzt das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Ja gut, hierzu brauche ich das mehr. Pokémon verschwindet doch nicht einfach von allein. Im schlimmsten Fall ist ihm etwas passiert. Ja, daher müssen wir ganz schnell nach ihm suchen. Ja, komm. René, das kriegst du jetzt mal hier hin. Okay. Pokémon hat ja zwei. Dann sind die nicht so auf einem hohen Level. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. An sich wäre Kampfattacken dann natürlich jetzt effektiv, aber wir haben nur Konter. Sonst die anderen Attacken sind auch nicht so schön. Egal. Einfach drauf da. Setzt nur Silberblick bisher ein. Das könnte René schaffen, aber wenn er jetzt getroffen wird, dann sieht es natürlich nicht ganz so schön aus. So. Biss. Aber ist nicht sehr effektiv anscheinend. Okay. Ja, dann. Tschüss. Schöne XP und EP für René. Das heißt, er erreicht Level 8. Und jetzt kommt noch ein Anton. Ja, kämpf ruhig mal weiter. Dann ist ja auch bei René auf Jonas Level. Was passt. Eigentlich hätte hier jetzt Jonas natürlich auch angreifen können, weil das Ganze ist effektiv gegen Wasser, aber ja. Da muss ich jetzt wechseln. Das macht richtig viel Schaden. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Los, Jonas. Macht ja noch einen Rundenschlag. Aber es ist nicht so schlimm. Ein Rankenhieb und er ist weg. René hat jetzt so ein paar mehr XP bekommen. Und? Ja, gut. Und sorry, wenn ich öfters sage XP statt EP. Das liegt einfach noch daran. Wie gesagt, ich habe ja zuvor Mario und Luigi aufgenommen. Ich habe das so heute noch den letzten Part aufgenommen. Oh ne, das war gestern. Lol. Und daher ist schon, da sind das halt nicht EP, sondern XP. Und daher ein bisschen kritisch. So, da ist noch. Jawohl! Hast du das gehört? Sieh hier nach, du sollst dort drüben. Okay, passt. Oh, ein wildes Pokémon? Ui, ein Pokémon. Dusselgur, das sagt mir was. Aber so vom Sehen her, kann ich mich nicht daran erinnern. Ich erinnere mich nur an den Namen. Flugattacken wären jetzt hier sehr effektiv, aber ich greife es einfach trotzdem an. Heuler. Kann vielleicht auch nur Heule, aber ist auf Level 7. Das ist ein wildes Pokémon jetzt schon ganz schön krass. Man bedenkt. Oh, Futter war sehr schön. René war ein bisschen niedriger. Wird man Zeit für eine richtige Attacke? Ah, nee. So,
Ah, jetzt habe ich wieder Start gedrückt. Ich setze mal kurz für René einen Trank ein. Wir haben 3 Tränke. Ja, wir hätten natürlich jetzt auch zurückgehen können, aber darauf hatte ich jetzt eher weniger Lust. So, da ist noch ein Item. Und da ist das Pokémon. Rechts. Ja, da flüchte ich jetzt so. Später gibt es ja ein Glück noch Schutz. Ich weiß nicht, gab es jetzt im Pokécenter schon Schutz? Ich habe gar nicht nachgeschaut. Hier gibt es einen Trank. Wunderbar, den ich gerade angesetzt habe. Und jetzt geht es hier runter. Jo, endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulend Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Nee, um ehrlich zu sein, noch nicht. Im Ernst? Wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über einer übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei, Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon abgesehen, ich bin diesen Terrybug gefolgt und ich habe mich hier total verlaufen. Da findet man mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld. Nimm das! Frustration? Okay. Unser erster Team. Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Oh, willst du nicht kämpfen? Schade eigentlich. Sehr schön. Wir haben es wieder gefunden. Das passt doch. Oh, Terrybug. Was ist denn nur passiert, dass du ganz allein bis hierhin gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Ist ja ganz schön. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Was gefälligst besser drauf auf? Da hat Rito recht. Das stimmt. Was ist denn zugestoßen, dass er sich so aufregt, wenn ein Pokémon verschwindet? Komm, Terrybug. Die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Ah, das. Ja, das ist Retalk sozusagen. Also das, man sollte schon besser drauf Acht geben. So, wir haben Frustration bekommen. Je unbeliebter der Trainer bei seinem Pokémon ist, desto größer ist die Wirkung. Okay. Aber hätte man vielleicht jetzt für René oder so einsetzen können. Weil noch haben wir natürlich Renés neues Pokémon. Bis wir Vertrauen von ihm gewonnen haben, das dauert halt noch ein bisschen. So, dann. Ja gut, was ist jetzt unsere nächste Mission? René ist, Retro ist da jetzt auch geblieben. Ja gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück, denke ich. Ich weiß nicht, wo es jetzt als nächstes hingeht. Route 20. Gibt es immer noch ein Item, wo ich nicht rankomme? Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Was sagt denn die Karte? Okay, da führt noch die Route 20 weiter zu Wapidro City. Dann. Ah, und wahrscheinlich kommen wir dann bei dem Typen da jetzt vorbei, der uns vorhin nicht durchlassen wollte. Kann das sein? Augenblick, ein Kind wie du ohne auch nur eine Arena und dann will ja vorbei. Hä? Okay. War dann da eine Arena? Vielleicht die Schule? Da waren wir halt noch nicht drin. Was ist nicht? Jetzt sind wir hier wieder in Dowsing. Ah, okay, Lauro. Stimmt. Dem mussten wir noch hin. Oh, wie es aussieht, konntest du deinem Freund die Karte überreichen. Du und dein Team, ihr wart nur eine Weile weg. Dann seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Okay. Okay. Oh, Lauro. Mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Der sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark, aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon-Kämpfen vor allem Spaß haben muss. Also Dennis, bitte tritt gegen die beiden an. Also, ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Oh, das finde ich cool, das finde ich cool. Also, dass wir jetzt gegen die kämpfen? Ich bin so ein bisschen kämpfesüchtig, merkt man vielleicht gerade auch einfach, weil ich einfach voll Bock habe. Rodamack. Ach, das sind diese Affenviecher, okay. Affenviecher. Ja gut,
Setzen wir erstmal noch Zookeep ein. Auf Level 9, genauso wie René. Obwohl, das ist eigentlich ein Wasser-Pokémon, bedeutet. Theoretisch. Wir wechseln mal zu Jonas, weil da kann Jonas am besten was machen. Vielleicht brauchen wir René noch für einen anderen Trainer oder so, keine Ahnung. Lecker, okay. Ach, 2 KP schauen. So, Rankenhieb. Ja, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Er macht jetzt nur einen Silberblick, aber das wird ihm nicht helfen, weil er hat eh nur ein Pokémon, bedeutet, danach ist der Kampf vorbei. Sehr schön. 71 EP und 65. Das war ein echt großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. So, weiter im Text. Jawohl. Aber erlaube mir zunächst einmal, dein Team aufzufrischen. Achso, okay, na gut, das wusste ich nicht. Beim Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. Okay, ja, gut. Dann wird er bestimmt auch so ein Affen 4 haben, bestimmt, oder? Grillmack, ja doch, das ist hier dieses Feuer. Feuer-Pokémon. Und da ist auch gut, dass wir jetzt René hier haben. Weil Jonas hätte da ein bisschen zu tun, weil Feuer nicht so gut. Machen wir Ruckzuckhieb ein? Ja, genau, Ruckzuckhieb. Boah, Volltreffer, sehr schön. Überblick zwar jetzt, aber ja, geil. Komm, René, ja, schaffst du alleine. Aber an dich. Lecker, ja, gut. Sind auch nicht so sonderlich stark, also. Es sei denn, der hat jetzt noch eine Attacke in der Hinterhand. Kratzer, wie viel? Ist ganz schön stark. Aber Ruckzuckhieb regelt! 170 EP. Huiuiui. Ja, dann ist René jetzt auf Level 10 und fast genauso auf Jonas. Dann passt das doch. Also, das war mal ein wirklich erquickender Kampf. Man könnte richtig sehen, wie Spaß alle beteiligten Pokémon dabei hatten. Was sagst du, Dennis? Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor beim Pokémon-Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer stark gegen Pflanze, Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Wechselwirkungen der einzelnen Typen untereinander sind beim Kampf natürlich nicht alles. Vergiss das nicht. Aber jetzt kommt überhaupt erst das Tollste. Stimmt der Typ einer Attacke mit dem des Anwenders überein, erhöht sich dabei die Stärke des Angriffs. Das stimmt, darum setze ich lieber Rankenhieb ein mit Jonas. Dann wollen wir mal ein tapferes Pokémon-Team wieder aufpeppeln. Riolo, du hast für deinen Trainer Dennis wirklich alles gegeben. Ja. Pokémon Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte, das ist einer der Vorzüge einer Reise. Perfekt. Wer bist du jetzt? Ich weiß, wir kennen uns nicht. Aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, Rede. Nimm es einfach. Was ist das? Medaillenbox. Okay. Das ist eine Medaillenbox. Und ich bin Dr. Medizinische Allier. Oder irgendwie so. Also zufälligerweise schon einmal von der sogenannten Medaillenjagd. Hört? Nee, noch nicht. Ach, und selbst wenn, ich erkläre dir trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier hast du gleich ein paar Medaillen, sozusagen als Willkommensgeschenk. Okay. Kenn ich nicht. Diese Tippmedaillen werden dir bei der Medaillenjagd eine große Hilfe sein. Sechste Tippmedaille. Noch eine Information am Rande. Wenn du Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox Hand und schau, was sich da alles darin befindet. Ja, schauen wir jetzt mal gleich mal rein. Ah, Lauro kommt da nochmal. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein Arena-Leiter ist. Wäre möglich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ja auch ein Blind Let's Play. Dennis, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon Arena von Eventual City endlich eingetroffen ist. Schauen wir mal dort vorbei und überzeuge dich, wie stark du geworden bist. Oh, der erste Arena. Geil. Dann ist ja doch kein Arena-Leiter. Interessant. Ich bitte euch, falls ihr wisst, wer das ist, nicht in die Kommentare zu schreiben. Bitte spoilert mich nicht. Einerseits ist das für die anderen Zuschauer, die das hier vielleicht nicht kennen, nicht so schön. Und andererseits für mich dann dementsprechend auch nicht. Nur so als kleine Randinformation. So, Medaillenboxen. Aha. Einsetzen. Erste Schritte.
Funktion der Medaillenbox. Bewege den Cursor auf eine beliebige Medaille und drücke den A-Knopf oder berühre das Kästchen rechts daneben, um die als Stolzmedaille einzusetzen. Über die Kommunikationsfunktion kannst du deine Stolzmedaille auch anderen Spielern zeigen. Drücke Start, um Änderungen an der Medaille. Okay. Übrigens, allerdings könnt ihr natürlich jederzeit Tipps sozusagen geben. Das natürlich wurde ja damals, Born hat ja damals sehr, sehr viel immer reingeschrieben. Ich hoffe mal, er ist dieses Mal auch mit, wieder mit dabei. Und jo, und speichere ich mich mäßig den Zielweg, okay. Okay, nice. So. Dann geht's jetzt wohl zur Arena. Geil. Erstmal ins Pokémon Center. Ich will auch nochmal schauen, was man da jetzt kaufen kann. Im Supermarkt dort. Aber erstmal natürlich eine Heilung. Die muss sein. Oh, und den Arena-Kampf machen wir dann im nächsten Part. Und wir schauen im nächsten Part dann auch zum Supermarkt hier. Weil der Part ist ja vorbei. Die Zeit vergeht so schnell. Bis dahin und bye bye.